Hallo zusammen, heute geht es um Solarregler und Solarregler, die nicht funktionieren. Und zwar haben wir zum Beispiel diesen Solarregler, der funktioniert nicht. Wir haben den Solarregler, wir haben hier diesen Solar Direct, das kennt ihr, so ganz billige Regler. Diese Regler funktionieren nicht. Also sie funktionieren. Aber wir haben zum Beispiel solch eine Lithiumbatterie von uns drin. Wir haben einen Verbraucher, der direkt angehängt ist, nicht über den Unterspannungsschutz vom Regler, zum Beispiel einen Wechselrichter oder einen Kühlschrank, der halt nur einen Unterspannungsschutz hat. Und die Batterie wird nachts entladen. Wir haben keine Sonne, logischerweise nachts. Und nehmen wir an, dieser Regler ist drin, ist kein Lithiumregler, aber funktioniert an sehr vielen Orten. Die Batterie wird tiefentladen, die Batterie geht aus wegen Unterspannung, morgens geht dann die Sonne wieder auf und diese Regler laden die Batterie nicht mehr. Ich habe hier einen Regler, ein älteres Teil von Sunware, ein Fox 100. Der liegt noch rum, habe mich Wunder genommen, dieser Regler lädt. Sobald ich von der Sonne wieder Strom kriege, lädt er durch, weil der Regler muss ja eigentlich nur abschalten, wenn die Batterie voll ist. Der lädt durch, die Batteriespannung steigt wieder, die Batterie schaltet wieder ein. Wenn wenig Verbraucher dran sind, wird die Batterie geladen. Ja, und es funktioniert wieder. Auch unser MPTT-Regler, der funktioniert auch, also der lädt, der braucht keine Stromversorgung von der Batterie. Wir schauen das jetzt in meinem Testaufbau an. Ich habe hier einen Testaufbau, ich komme von der Sonne runter, ich habe hier unseren Solarregler. Die habe ich dann die Kabel abgehängt, zum Beispiel auch auf diesen Regler, der funktioniert auch nicht, auf die Batterie. Hier unten habe ich dann einen Verbraucher, also das ist eine Halogenlampe, die geht jetzt hier aus, weil eben zu wenig Spannung da ist. Aber der Regler, es geht im Moment mit diesem Regler da. Wir sehen, die Batterie hat Unterspannung, das heißt, sie hat keine Leistung bekommen. Es geht im Moment und dann schaltet die Batterie wieder auf, weil der Laderegler hier, dieser jetzt lädt, bei diesem hier funktioniert er nicht mehr. Ja, die Batterie, die Sonne heute ist zwar da, aber ist ziemlich bewölkt. Und jetzt sehen wir hier, es hat gewechselt auf Aufladen und wir können auch unten die Lampe hier wieder einschalten, die brennt wieder. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Strom, wir stehen auch der Strom, der ist natürlich jetzt hier minus 2,3 Ampere. Wenn ich die Lampe ausmache, habe ich dann eine kleine Ladung von 1,5 Ampere für ein 100 Watt Panel bei relativ starker Bewölkung. Also geschlossene Wolkendecke. Jetzt habt ihr so einen Schrebergarten oder ihr habt das Boot oder das Wohnmobil, die Aufbaubatterie oder das Gartenhäuschen Batterie ist komplett entladen. Beim Auto oder beim Boot kann ich den Motor starten oder mit dem Ladegerät ein bisschen Schub geben, dann kommt die Batterie, dann kommen auch diese Regler hier. Ich habe jetzt hier die drei, die nicht funktionieren. Also es gibt wahrscheinlich noch zig andere Regler, die nicht funktionieren. Wenn ich jetzt aber im Gartenhäuschen bin, wo ich den Ladegerät nicht anschließen kann, dann muss ich effektiv hier beim Solar die zwei Drähte abhängen, direkt auf Plus und Minus gehen, Polarität nicht verwechseln. Eigentlich müsste ja die immer in der Nähe von der Batterie sein, wegen Messfehler. Also das Kabel müsste eigentlich auch reichen. Direkt drauf,
die Sonne scheint, es gibt einen Stoß, die Batterie kommt wieder und dann könnt ihr den Solarregler wieder anschließen, dann funktioniert er auch. Aber eben, diese Regler vertragen sich nicht, wenn ihr die Batterie komplett leer zieht. Ja, das soll es gewesen sein hier von diesen Solarreglern. Das ist jetzt bei uns aufgepoppt. Kunde hat Wechselrichter eingeschaltet lassen in einem Schrebergarten. Geht nicht. Punkt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich bringe euch hier ein Video über unseren kleinen MPPT-Regler, der nur regeln kann. Keine Anzeige, nichts, wasserdicht und so weiter, alles was man eigentlich braucht. Aber nicht Blinklampen und Anzeige und so weiter haben wir schon auf dem App und doppelt gemoppelt hält meistens auch nicht viel besser. Ich wünsche euch einen schönen Tag.